Höflichkeit spielt im Zusammenleben einer Gesellschaft eine große Rolle. Höfliches Verhalten äußert sich im alltäglichen Leben vor allem durch die Verwendung von Anredeformeln. Die Mitglieder einer Sprechergemeinschaft müssen die jeweiligen Anredekonventionen lernen und befolgen. Ein Nicht-Einhalten kann sich störend auf das Miteinander der Gesellschaft auswirken. Da unsere Gesellschaft stets von sprachlichen und sozialhistorischen Veränderungen und Umbrüchen geprägt ist, sind parallel dazu auch Anredekonventionen einem Wandel unterworfen. Dieses pragmatische Sprachwandelphänomen soll das Thema des heutigen Gesprächs mit der Sprachwissenschaftlerin Frau Dr. Lörcher sein. Guten Morgen, Frau Lörcher. Guten Morgen, Maria Vladimirovna. Unser Thema heute ist Anredeformen. Welche Anredeformen gibt es im modernen Deutsch? Also Sie haben im modernen Deutsch immer grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du im Singular und ihr im Plural und sie die Höflichkeitsanrede im Singular und Plural. Zur Rechtschreibung du, ihr wird nur in Briefen, E-Mails, SMS und so weiter großgeschrieben. Sie als Höflichkeitsanrede wird immer großgeschrieben und das zugehörige Possessivpronomen ihr wird auch immer großgeschrieben. Ja, also in Verbindung mit der Höflichkeitsanrede. Also Beispiel, die Lehrerin fragt den oder den Schüler oder die Schülerin, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Die Lehrerin, der Lehrer fragt die Klasse, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Aber der oder die Professorin fragt die Studentin, den Studenten oder die Studierenden, haben sie ihre Hausaufgaben gemacht? Zweimal großgeschrieben. Sprechen wir über die Zeit davor. Wie haben sich die Anredekonventionen im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt? Also im 20. Jahrhundert galt bis etwa 1968 die Grundregel, dass nur Eltern, Verwandte und enge Freunde, sogenannte Duzfreunde, geduzt wurden. Man muss allerdings die Milieus und die sozialen Schichten unterscheiden. Also fremde Erwachsene wurden grundsätzlich ab dem 16., 17. Lebensjahr gesiezt. Also vor der gesetzlichen Volljährigkeit, die war damals in Österreich bis 1973 und in der Bundesrepublik, also der alten Bundesrepublik bis 1975 lag sie bei 21 Jahren. Wohingegen in der Schweiz und in der DDR lag sie bei 18, aber dennoch wurde gesiezt. Und das gilt jetzt eben für diese bürgerlich-akademischen Familien. Denn bis in die 50er, 60er Jahre war in diesen Familien der Kreis derer, die man duzte, sehr, sehr klein. Auch ab der Oberstufe, also der gymnasialen Oberstufe, ab 16, 17, verwendeten Lehrer und Lehrerinnen gegenüber ihren Schüler, Schülerinnen das sogenannte Hamburger Sie. Das heißt, die Anrede Sie plus den Vornamen. Also wir beide verwenden auch das sogenannte Hamburger Sie. Selbst junge Erwachsene siezten sich. Das hat sich natürlich sehr geändert. Wie gesagt, das gilt für städtische Milieus und es gilt eben für diese akademisch-bürgerlichen Familien. Auf dem Land war das Duzen häufiger und weit verbreitet. Auch im Sport duzte man sich und in der Arbeiterschicht war das Duzen üblich. Interessant ist das Phänomen im Einzelhandel bis heute. Unter Verkäuferinnen gilt nämlich Nachname plus du. Das ist ganz merkwürdig. Also beispielsweise Frau Müller, bring mir doch mal diese Bluse. Ja? Also Nachname und du. Das ist eine absolute Merkwürdigkeit und ist mir also nur so im Einzelhandel bekannt. Man muss mal drauf achten. Das ist teilweise in der Tat heute noch so. So. Ja, kommen wir vielleicht Moment. Wieder. Noch. Ich wollte auf, also 1968, die Studentenbewegung ist eine Zäsur
Und hier begannen eben die Veränderungen. Das Duzen wurde propagiert, um auch soziale Hierarchien aufzuheben. Teilweise in dieser Zeit duzten sich Lehrer und Schüler, Professoren und Studierende. Das war eben auch die Zeit, als man an den Universitäten die sichtbaren Zeichen der Hierarchien abgeschafft hat, wie zum Beispiel die Talare, also Professoren trugen damals vor 68 Talare, das hat man abgeschafft. Und das Duzen ist heute sehr verbreitet. In manchen Bereichen wird es teilweise sogar gefordert, zum Beispiel im Werbebereich, teilweise auch im medizinischen Bereich, dass also Chef und Angestellte sich duzen. Und welche Anredeformen sind heutzutage schwierig oder problematisch? Zum Beispiel für mich als Ausländerin ist es manchmal wirklich schwer zu verstehen, ob es eine allgemeine Regel gibt für Duzen oder nicht. Also das Duzen oder Siezen ist also sehr schwierig und erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl. Eine allgemeine Regel gibt es schon, ja. In Deutschland wird häufiger geduzt als in Russland. In Deutschland ist aber das Sie nach wie vor üblicher als in der Schweiz. In der Schweiz und auch in Österreich wird in ländlichen Regionen, in den Bergen, wird häufig nur geduzt. Natürlich nicht in Wien. Wie gesagt, nehmen wir... Wenn wir vielleicht einzelnen Bereichen, also für die Studierenden ist es einfacher, wenn wir den einzelnen Bereichen nachgehen. Duzen oder sitzen. Also eine unbekannte Person. Duzen also oder sitzen. Eine unbekannte Person, da macht man sicher nichts falsch, wenn man diese unbekannte Person sitzt. Mhm. Wenn sie älter ist, sowieso. Ja. Unter Gleichaltrigen duzt man sich heute sofort. Mhm. Also, und zwar auch unter Fremden. Also ich höre oft, dass in Restaurants oder Cafés ja, junge Bedienungen, junge Gäste duzen und umgekehrt. Aber natürlich, wenn es sich um eine ältere Person handelt, wird die Jüngere grundsätzlich Sie sagen. Sagt die Ältere Du, ist die Sache etwas schwieriger. Also wenn der Jüngere sicher gehen will, sagt der Sie und wartet, bis der Ältere das Du anbietet, etwa so, du kannst ruhig auch Du zu mir sagen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und es ist natürlich so, wenn ein Professor Studenten duzt, was ich persönlich nicht richtig finde, aber da würde ich dann als Student oder Studentin keinesfalls du sagen. Es sei denn, er bietet es an, weil die Hierarchie natürlich da ist, ob man sich duzt oder nicht duzt. Ja, ich wollte diese Ungleichgewichtssituationen ansprechen. Sie haben schon Professor, Student erwähnt und zum Beispiel am Arbeitsplatz Chef und Mitarbeiter oder Trainer und Sportler. Also da, wo die Distanz oder die Machtfunktion signalisiert werden müsste. Also wie gesagt, es kommt immer auf die Situation und den Ort der Begegnung an, also ob es sich um private Begegnungen oder berufliche Kontakte handelt. Also am Arbeitsplatz gelten je nach Beruf unterschiedliche Regeln. Es ist heute jedoch üblich geworden, dass man sich unter akademischen Kollegen duzt. An der Universität, an den Schulen, auch im medizinischen Bereich. Also das war zum Beispiel zur Zeit meines Vaters war es undenkbar. Ich glaube, er hat sich mit keinem seiner Kollegen jemals geduzt. Und, ja, das ist auch nicht so. Also wir sitzen einander und also es gibt Ausnahmen unter Kollegen, aber die meisten sprechen einander mit sie an und das ist für mich ganz gut so. Also ich finde auch, mir wäre das auch lieber, ja, weil das Du ist doch signalisiert doch eine gewisse Vertrautheit und Intimität. Und im Funk und Fernsehen? Ja, also im Funk und Fernsehen ist es so, hört man immer wieder, dass sich die Journalisten untereinander duzen. Sie sprechen sich
auf alle Fälle mit Vornamen und Sie an, also diesem sogenannten Hamburger Sie. Und viele duzen sich auch, ja, sprechen sie also mit Vornamen und Du an. Und wenn ja, Gäste auftreten, Politiker und so weiter, also da ist eigentlich das Sie vorrangig zwischen Journalist und Politiker, aber man hört auch hier vereinzelt Du. Also man kann sagen, dieses Du ist sehr auf dem Vormarsch. Die anderen Aspekte, die Sie noch angesprochen haben, also Trainer und Spieler im Sport, also da kenne ich mich nicht so sehr gut aus. Also ich denke aber, da müsste man mal hören im Fernsehen, ich denke aber, dass hier das Du vorherrscht zwischen Trainer und Spieler. Also auf alle Fälle wird der Trainer die Spieler duzen, aber ich denke umgekehrt auch. Wohingegen immer noch absolut Sie gilt, das ist in wirklich ungleichgewichtigen Kommunikationen wie bei Arzt und Patient und natürlich vor Gericht und natürlich auch bei der Polizei. Also es ist undenkbar, dass der Richter den Angeklagten duzt oder umgekehrt sowieso nicht. Hm? Und es ist natürlich auch undenkbar, dass der Patient den Arzt duzt und umgekehrt, es sei denn natürlich, sie kennen sich. Aber vor Gericht, ja, also es wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, der Richter würde für befangen erklärt, wenn sich hier Beklagter oder Angeklagter duzen würden. Das wäre also gänzlich unmöglich. Ja, und etwas provokative Frage. Also dieser Vormarsch des Du, bedeutet dies, dass die Deutschen weniger höflich geworden sind? Weil eigentlich im alltäglichen Leben äußert sich die Höflichkeit in erster Linie durch die Anrede, Formeln oder Umgangsformen. Ja, also das ist eine schwierige Frage in der Tat, weil ich denke, dieses Duzen hat etwas mit flacheren Hierarchien zu tun. Und man will in Deutschland eben weniger steif und förmlich sein, sozusagen in Anführungszeichen lockerer, und deshalb duzt man sich. Ich denke, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, die Frage der Höflichkeit ist insgesamt eine schwierige Frage, weil ich denke, man ist weltweit unhöflicher geworden. Einerseits. Andererseits gibt es dann natürlich wieder Formen der Höflichkeit, die man früher nicht gekannt hat. Also beispielsweise bei Behörden in Deutschland und die Polizei, sie sind sehr, sehr viel höflicher geworden als zum Beispiel in den 50er, 60er, 70er Jahren. Also weniger, da sieht man die flache Hierarchie, aber natürlich gilt hier absolut das Sie in Behörden, ja, also Steuerbehörden oder wo auch immer. Also es ist schwierig. Ich denke, das Du ist auf dem Vormarsch und das Du kommt natürlich, denke ich, aus den USA, denn hier unterscheidet man das gar nicht. Aber in den USA, habe ich mir sagen lassen, gibt es sehr ausgeprägte Hierarchien, obwohl keine Unterscheidung zwischen Sie und Du ist. Und vielleicht noch über die Prognosen für die Zukunft. Glauben Sie, wird sie komplett verschwinden wie Fräulein oder ob vielleicht diese Entwicklung rückläufig sein wird? Schließlich gab es schon in der Geschichte, wie Anfang des 19. Jahrhunderts diese Duzwellen, die später von den förmlicheren Umgangsformen abgelöst wurden. Also ich denke, das Sie wird nicht verschwinden, aber es wird natürlich weniger gebraucht als früher. Und dieses Sie bzw. dieses Duzen hängt natürlich auch mit der Vereinfachung der Sprache zusammen, die Rechtschreibung des Sie. Mit diesem Possessivpronomen, diese Großschreibung, das ist ja sehr schwierig und viele Muttersprachler machen das falsch, ja, weil sie ja, das einfach nicht können, wann ihr groß geschrieben wird und wann klein geschrieben wird und sie etc. Und dann, denke ich, verschwindet es sie auch, weil man sich ja immer mehr
auch in der Schriftsprache an diese mündliche Sprache annähert. Also man will die Sprache vereinfachen, man will weniger förmlich erscheinen und ja, man will sich einfach ausdrücken in gewisser Weise. Jo, ja, vielen Dank, Frau Dr. Lorcher. Das war ein spannendes Thema und auch kompliziertes Thema. Vielen Dank, dass Sie es für uns verständlicher und klarer gemacht haben. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Maria Wladimirovna. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen und ich hoffe auch auf ein nächstes Mal. Alles Gute Ihnen und den Studentinnen und Studenten in Moskau. Dankeschön, Dankeschön.